Wenn du heute Abend auf die Bühne gehst, wie glaubst du, kommst du vor dem Publikum rüber? Tja, das klären wir heute mit einem Experten. Hey Michi. Henrico. Ja, wie ist es denn, wenn man auf die Bühne geht? Wie kommt man beim Publikum an? Was denken sich die Leute? Wie wirkt man denn da eigentlich? Genau, dazu haben wir einen ganz, ganz spannenden Gast heute, der Experte dafür ist für Körpersprache und ganz, ganz viel mehr. Und das ist Thorsten Havner. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Servus. Schön, dass du da bist. Danke. Super. Ja. Wir kennen uns schon einige Jahre jetzt. Ja. Wir haben zusammen ein bisschen Gitarre gespielt. Ja. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig. Ja. Vor allem in der Pandemie haben wir sehr viel Gitarre gespielt. Das hat mich teilweise über die Pandemie gerettet, dass ich so viel Gitarre spielen konnte mit dir. Ja? Super. Ja, hat mir auch total Spaß gemacht. Und du bist ein sehr, sehr vielfältiger Künstler, der Bücher schreibt, der Live-Shows macht, der im Fernsehen war, der Experte ist für Körpersprache, was heute wichtig ist, aber vieles andere auch, oder? Ja. Und das interessiert mich total. Zum Beispiel natürlich auch Gedanken lesen ist was, was du ganz stark damit dich beschäftigt hast. Ja. Ja. Manipulation. Ja. Also es gibt, ich habe einige Bücher von dir, total spannend. Und heute wollen wir uns mit dir beschäftigen. Wie sieht es eigentlich aus? Was ist wichtig? Oder über was kann ich mir Gedanken machen, wenn ich auf die Bühne gehe? Ja, das kommt ja immer wieder vor. Wir gehen. Es kommt immer wieder vor, dass wir auf die Bühne kommen, ja. Wir gehen zweimal die Woche dahin. Ja. Und ich habe mir auch mal die Frage gestellt, wie ist es eigentlich, wenn wir jetzt da raufgehen, ja, was ist irgendwie ein Verhalten, dass man denkt, okay, man will ja das Publikum vielleicht wertschätzen. Ja. Man will irgendwo sich natürlich auch so präsentieren, wie man gerne rüberkommen will, oder? Ja. Oder wie geht es dir da so, wenn du da raufgehst? Also ich hatte gerade den Fall, dass ich auf Tour war und das Glück hatte, große Bühnen bespielen zu dürfen. Und mein Arbeitsplatz war am anderen Ende der Bühne. Das heißt, der Weg dahin war sehr lang. Und ich war also der Erste, der auf die Bühne rauskam. Das heißt, ich habe mir tatsächlich immer überlegt, wie komme ich jetzt rüber? Wie gehe ich diesen Weg, diese 15 Meter oder 20 Meter auf die andere Seite der Bühne, als Erster rauszukommen? Klar, die Leute klatschen, weil es tut sich was auf der Bühne auf einmal. Aber es war schon so, dass ich mir überlegt habe, wie laufe ich jetzt? Auf einmal wird das verkrampft. Also ohne, dass man das eigentlich will. Genau, das ist ja das Seltsame daran, dass die Körpersprache und Gehen ist ja mit das Schwierigste auf der Bühne, was es gibt. Man macht sich da ja eigentlich nie Gedanken drum. Und das ist ja gerade der Trick, dass man sich eben keine Gedanken darum machen sollte. Denn wenn wir sowas ganz Natürliches wie Gehen oder Sitzen oder auch Sprechen, wenn wir da jetzt plötzlich drüber nachdenken, dann wirkt das, du hast gesagt, verkrampft. Bei manchen wirkt es auch total verstockt. Es wirkt auf jeden Fall immer seltsam für den anderen. Und Gehen, das wird jeder Schauspieler dir bestätigen, auf die Bühne zu gehen, ohne etwas zu sagen, ist mit das Schwierigste, was es gibt. Und ein Trick ist es, sich vorher zu überlegen, was will ich denn ausdrücken? Also nicht, was will ich sagen, sondern welche Stimmung will ich da jetzt ausdrücken? Bin ich jetzt mit einer Band unterwegs, die eher düster spielt? Will ich eher eine düstere Stimmung verbreiten? Da wirst du anders rausgehen, als wenn du jetzt mit einer Band spielst, wo du sagst, ey, wir lassen es jetzt richtig krachen oder wir machen hier Party. Also jetzt mal zwei Extreme, wenn du mit einer Punkband rausgehst, dann gehst du sicherlich anders über diese Strecke, als wenn du mit einem Schlagerstar auf die Bühne gehst. Mhm. Und der Trick besteht darin, dass wir uns vorher überlegen, was will ich denn sagen? Und mit der Einstellung gehst du raus. Und das denkst du. Es gibt einen Grundsatz in der Körpersprache, der lautet, die innere Haltung ist die äußere Handlung. Und wir sind sehr gut darin, am Gang eines Menschen zu erkennen, wie der drauf ist. Aus dem Grund ist es wichtig, oder auch würde ich sagen, sogar elementar, sich vorher zu überlegen, was für eine Einstellung habe ich denn meinem Publikum gegenüber? Sage ich euch, ich zeige euch jetzt mal richtig, was hier Sache ist? Oder sage ich mir vorher, ich mag wahnsinnig gern, dass ihr alle da seid, wir haben einen tollen Abend miteinander? Oder sagst du dir vorher, ich werde euch jetzt mal sehr zum Nachdenken bringen? Und mit der Einstellung gehst du raus. Also für mich hat sich bewährt, rauszugehen mit einer Einstellung, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und das stimmt. Also das muss auch alles stimmen. Ne? Das kannst du nicht spielen. Aber wenn du das vorher mantraartig dir sagst, also wirklich, ey, da sind jetzt
paar tausend Leute wahrscheinlich in deinem Fall, wo du rausgegangen bist und sagst, ey super, ich bin total glücklich, dass ich jetzt gleich vor ein paar tausend Leuten etwas tun kann, was ich sehr, sehr gerne mache und wo ich mich auch auskenne. Schön, dass ihr alle da seid. Und mit der Einstellung gehst du raus, dann brauchst du dir keine Gedanken mehr, um deinen Gang zu machen oder wie du wirkst, sondern der Gedanke trägt dich praktisch dahin. Finde ich total gut. Kann ich nachvollziehen. Ich habe gerade überlegt, während du so gesprochen hast, ob ich mir davor Gedanken gemacht habe. Es überwog natürlich die Freude, mal vor so vielen Leuten zu spielen. Ich glaube, am Anfang bei den ersten Konzerten ist man sehr mit sich selber beschäftigt und mit dem Programm und denkt alles nochmal drüber nach. Da ist es weniger irgendwie einen guten Eindruck zu machen beim Rausgehen, sondern eher, habe ich alles drauf, was ich brauche? Mhm. Und möglicherweise waren dann bei den ersten Gigs dieser Gang etwas vielleicht nicht ganz so dem Publikum zugewandt, als sehr viel mehr in mich selbst gekehrt sozusagen. Aber das hat nur ein paar Konzerte gedauert. Das waren, ich kann es sogar ziemlich genau sagen, 6-7 Konzerte, wo die ganze Band dann, wo man gemerkt hat, die ganze Band hat es jetzt drauf und geht mit einer anderen Energie auf die Bühne. Aber deshalb macht man ja auch die Einspieltermine. Ich bin mir sicher, ihr habt auch 2-3 Einspieltermine gemacht. Deshalb machst du die ja auch vor Premieren. Jetzt in meinem Fall, ich bin mit einem Programm unterwegs, das heißt Gedankenleser und das geht jetzt im Herbst, also Zeitpunkt der Aufzeichnung, Herbst 23, geht das auf die große Bühne. Und im Frühjahr haben wir lauter Einspieltermine gespielt, weil ich das ja auch kenne. Du hast ein neues Programm, du hast neue Abläufe, in eurem Fall, du hast neue Stücke, wo du vielleicht auch bei 2-3 Stücken weißt, an der Stelle, da hat es in den Proben immer gehakt. Die kennst du ja alle, das muss ich erstmal eingrooven. Aber wenn du das hinter dir hast, dann gehst du mit einer anderen Haltung raus natürlich auch. Und das Wichtigste ist tatsächlich bei einem Konzert, bei einem Abendprogramm, auch im Theater, beim Film, also bei allem, wo wir was erzählen, das Wichtigste ist grundsätzlich der Anfang und der Schluss. Darüber sollten wir uns ein bisschen mehr Gedanken machen als um den Rest. Wir sollten uns um alles Gedanken machen, aber die beiden Punkte, das ist das, woran wir uns erinnern. Also ich weiß nicht, was für einen Film ihr als letztes geschaut habt, aber wenn ich euch fragen würde, was ist in Minute 26 passiert? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wie hat der angefangen, wie hat der aufgehört, das weißt du immer. Und es gibt nichts Blöderes als einen schwachen Anfang, weil das fängst du nur sehr schwer auf. Da musst du echt lange rödeln, um die Stimmung hochzubringen dann. Und ein schlechter Schluss, da gehen die Leute nach Hause mit so einem Gefühl, naja, obwohl das Konzert vielleicht super war, ja, aber die letzte Nummer, die hat es nicht transportiert, das zieht alles wieder runter. Das heißt, darum sollten wir uns als Leute, die auf der Bühne stehen, und da ist es egal, ob du Musik machst oder irgendeine andere Form auf der Bühne darstellst, der Anfang und der Schluss, das rahmt es ein, das behalten die Leute. So funktioniert unser Gedächtnis. Das ist total interessant, ja. Also, ja, das ist toll, dass du das erwähnst, weil auch für uns Musiker im Kleinen, das heißt, wenn wir ein einzelnes Stück einstudieren, ist es so, dass es wichtig ist, den Anfang gut hinzubekommen und natürlich den Schluss gut hinzubekommen. Da beginnt eigentlich schon das, was du sagst, im Großen. Genau. Aber für mich ist es zum Beispiel dann, ein Maßstab größer ist dann, dass du ein Konzert gut anfängst und gut aufhörst. Das heißt, für mich war es immer wichtig, die erste Nummer gut zu spielen. Wenn ich die erste Nummer gut gespielt habe, habe ich ein viel besseres Gefühl gehabt. Und ich habe dann schon gewusst auch, dass die letzte Nummer die ist, die die Leute im Gedächtnis behalten. Nicht nur, weil es auch der größte Hit womöglich ist oder so, sondern einfach, weil du weißt, okay, hier kommt vielleicht das Schlusssolo und du willst die Leute praktisch nach Hause entlassen mit einem guten Gefühl, dass du auch, und ich selber will nach Hause gehen. Ich erinnere mich dann eher an die letzten Takte, die ich vielleicht nicht so gut gespielt habe, als wenn mittendrin vielleicht mal was schiefgelaufen ist. Mhm. Das ist toll, dass du das erwähnt hast, weil das ist... Ist auch für dich selber total wichtig. Also für dich selber ist es ja ganz wichtig, nach der ersten Nummer zu wissen, ich habe die jetzt erreicht. Und das kannst du nur, wenn du selber weißt, das war jetzt gut. Das war zumindest so gut, wie ich es jetzt konnte. Wir können nicht jeden Abend eine Höchstleistung bringen, aber du weißt ja ziemlich genau selber, das war jetzt so gut, wie ich das jetzt gerade spielen konnte. Und der Schluss ist deshalb so wichtig, auch ein Schlussapplaus. Also wir denken immer, der Schlussapplaus, der ist wichtig für den Künstler, der auf der Bühne steht oder die Band.
der Schlussapplaus ist auch wichtig für alle, die da sind, weil wenn der ganze Saal nachher einfach dieselbe Stimmung hat, denselben Rhythmus, auch im selben Rhythmus klatscht, dann macht das ja auch was mit all den Leuten, die da stehen oder sitzen. Und dieses Gefühl nehmen die halt mit. Und deshalb ist das extrem wichtig, wie du dich am Anfang fühlst. Und das, da kann man natürlich Dinge machen, bevor der Auftritt losgeht. Und auch, wie du nachher rausgehst wieder von der Bühne. Weil mit dem Gefühl gehen die Leute auch nach Hause. Mhm. Und da ist das beste Gefühl tatsächlich, ich mag das, was ich hier mache. Ich finde es toll. Und ich mache das für euch. Ist übrigens auch eine sehr gute innere Haltung. Also nicht, guck mal Leute, was ich hier, ich kann diesen Lauf besser spielen als alle anderen. Das mag toll sein, aber viel schöner ist es, ich spiele das jetzt für euch, weil ich mit diese Freude mit euch teilen will. Und es gibt einen schönen Grundsatz, der lautet, das Programm, das Lied, das Stück, das Konzert, das sollte dir Spaß machen, aber du solltest nicht mehr Spaß haben auf der Bühne als das Publikum. Die sollten mehr Spaß haben als du. Das ist witziger. Mhm. Jetzt, wenn du sagst, du beginnst das Konzert, du möchtest, dass irgendwie das ein toller Beginn wird, du gehst raus, ich frage mich immer, okay, wo schaue ich denn jetzt eigentlich hin? Mhm. Das heißt, ich gehe raus, klar, ich bin natürlich jetzt auch nicht die Hauptperson, sondern es gibt Sänger, Sängerin und stelle mich hin und jetzt bin ich beschäftigt, meine Gitarre umzuhängen und so, ja. Aber ich versuche dann immer zumindest vielleicht einen Einzelnen zu fokussieren oder ganz nach hinten zu schauen. Oder gibt es da eine Strategie, die du fährst? Also bei mir ist es ja so, wenn ich rauskomme, dann möchte ich, dass zumindest jeder, der da sitzt, das Gefühl hat, dass ich ihn mal angeschaut habe. Weil es gibt nichts Ätzenderes für uns in jeder Unterhaltung, als wenn ich den Eindruck habe, der guckt mich nicht an. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit nur mit dir rede und guck dich gar nicht an, dann wirst du irgendwann nicht zurücklehnen und du hörst auch irgendwann nicht mehr zu. Das heißt, automatisch ist es so, dass der Blick immer von einem zum anderen wandert. Das mache ich jetzt, ohne darüber nachzudenken. Aber bei einem Abendprogramm oder bei einem Konzert, da denken wir halt eben drüber nach. Mhm. Und wenn jeder, der da sitzt oder steht, das Gefühl hat, der hat zumindest mal in meine Richtung geschaut, dann bleiben wir dabei. Jetzt habt ihr natürlich mit der Musik eh schon einen riesen Vorteil vielen anderen Kunstformen gegenüber, weil ihr ja mit der Musik schon eine Sprache sprecht und Verbindung aufnehmt. Das heißt, wenn die ersten Töne von mir aus jetzt sogar noch von einem Stück kommen, das ich besonders mag, da trefft ihr mich ja schon und zwar direkt ins Herz. Also da bin ich ja schon direkt dabei. Das ist ein Riesenvorteil, den ich in meiner Kunstform nicht habe. Also ich arbeite zwar auch mit Musik, aber das ist nicht dasselbe, wie wenn ihr die live macht. Wenn ihr jetzt aber noch dazu nehmt, dass das Publikum, das da sitzt oder steht, das Gefühl hat, oh, die gucken auch noch oft in meine Richtung, dann habt ihr die auf einer anderen Ebene auch noch erreicht. Und der Trick ist, dass ihr beim Rausschauen zunächst einmal fächerartig und wirklich auch ganz bewusst von einer Richtung in die andere einfach mal so komplett übers Publikum schaut. Das könnt ihr beim Rausgehen schon machen. Du kannst rauskommen, du denkst dir, ich freue mich, dass es jetzt gleich losgeht. Und dann guckst du einfach mal, wie so ein Fächer, den du aufziehst, einmal übers ganze Publikum. Und nicht von vorne nach hinten, sondern immer so quer drüber. Und dann suchst du dir einfach so ein paar Punkte, wo du immer wieder mal hinguckst. Also je nachdem, wie groß das jetzt ist, wenn du wirklich eine Arena haben solltest, dann solltest du mal hier hinschauen und mal hier hin. Und vor allen Dingen auch die hinten sitzen oder weiter oben stehen, die auch nicht vergessen. Weil viele machen den Fehler, dass sie die ersten paar Reihen angucken, weil die siehst du ja. Die siehst du ja auch, wenn du angestrahlt bist. Hinten dran siehst du ja in der Regel gar nichts mehr. Aber das muss dir egal sein. Du guckst einfach ins Schwarze immer wieder an verschiedene Punkte. Und das machst du einfach immer wieder, um diese Fäden, also das Bild erkläre ich euch gleich, um diese Fäden aufrecht zu erhalten. Es gibt ein Bild, das mir sehr geholfen hat und das ist, ein Blick ist so, wie wenn ich dir einen Faden zuwerfe. Jetzt stelle ich also mir vor, ich schaue dich an, flupp, und dann werfe ich dir einen Faden zu. Und bei dir ebenfalls, zuck, jetzt habe ich dir den Faden zugeworfen. Wenn ich dich anschaue, dann spanne ich diesen Faden. Wenn ich dich nicht mehr anschaue, dann flacht er ab. Wenn ich dich zu lange anschaue, dann ist das irgendwann unangenehm. Dann denkst du dir, ah, wird das jetzt so ein Staring-Contest? Was will der eigentlich von mir? Da guckt einer von uns irgendwann weg. Das willst du auch nicht. Das heißt, ich gebe dir auch die Möglichkeit, mal wieder irgendwo anders hinzuschauen oder mich anzuschauen, ohne dass ich das merke, indem ich dich anschaue. Jetzt nimmt dieser Faden ab. Der Trick in diesem Spiel besteht darin, dass ich keinen Faden auf den Boden kommen lasse, also immer wieder mal nachziehe, aber auch kein reißen lassen, indem ich dich zu lange anschaue. Weil in dem Moment, wo ich dich zu lange anschaue, passieren zwei Sachen. Einmal der reißt, das wird für dich unangenehm, und deiner geht auf den Boden. Ich habe euch beide verloren.
Und das kann man mit einem großen Publikum genauso machen. Das heißt, du guckst einfach immer irgendwo hin, hast vielleicht wirklich in der ersten Reihe 2, 3 Leute stehen, die du immer wieder anschaust. Und dann hast du eine ganz andere Art, auch mit dem Blick zu interagieren. Das ist total interessant. Ja, ich habe auch gerade wieder überlegt, wie das war, als ich dann rausgekommen bin. Das mit den Fächern habe ich instinktiv mal gemacht, dass ich wirklich mir alles angeschaut habe, weil ich musste die ersten Sekunden gar nicht spielen. Das war ein Vorteil. Ich konnte die Zeit nutzen, um ein bisschen zu gucken. Und dann allerdings das in die Weite zu gucken, das glaube ich, habe ich nicht so häufig gemacht. Weil, wie du schon sagst, die ersten Reihen sieht man und da findet auch was statt. Also man merkt dann irgendwann mal, dass Leute dich anfangen anzusehen. Und wenn du zurückguckst, dann ist es, also dann holt man die immer wieder ab, wenn man da guckt. Ja. Und du merkst auch, wenn du dann rüberschaust, ah, der hat dich wieder angeschaut, die hat dich wieder angeschaut. Die Leute wollen das ja auch. Ich meine, das ist ja auch total in Ordnung, dass sie versuchen, irgendwie eine Verbindung zu dir aufzubauen, um das Gefühl zu haben, das wird etwas persönlicher, als jetzt nur da zu sitzen. Und, Der spielt für mich. Ja. Das ist dann das Gefühl, der spielt für mich. Aber das kannst du auch Leuten auf der Tribüne geben oder ganz weit hinten. Das geht. Die wissen ja nicht, dass du sie nicht siehst. Und das ist auch tatsächlich gar nicht so wichtig. Wie wichtiger ist, wir wollen ja nur das Gefühl haben, dass der andere uns anschaut. Und mir ist jetzt schon klar, also ich war vor ein paar Wochen, war ich auf einem Rockkonzert in der Arena. Da war mir schon klar, wenn der Sänger da hochgeguckt hat, dass der mich nicht anschaut. Und trotzdem hat es sich echt gut angefühlt, wenn der ab und zu mal hochgeschaut hat und hat dann hier weiter gesungen. Und das hat mich dann jedes Mal noch mehr abgeholt. Mhm. Die haben übrigens was ganz Spannendes gemacht. Das war Maneskin, eine italienische Rockband. Und die sind tatsächlich ins Publikum gegangen auch. Also die haben einen Teil gespielt, der ist der Gitarrist und der Sänger. Die standen mitten im Publikum, von 4 Strahlern angestrahlt aus jeder Richtung ein und haben 2 Balladen da gespielt und sind dann während einem Schlagzeug-Solo nochmal zurück auf die Bühne und haben da weitergemacht. Cool. Und das war ein ganz starker Moment. Also auch das ist nochmal was, es zeigt, damit haben sie praktisch auf einer anderen Ebene gezeigt, wir sind immer noch von euch. Also wir stehen nicht über euch, wir sind immer noch, wir sind einer von euch. Mhm. Sehr cool. Darf nicht vergessen, das ist natürlich bei großen Produktionen möglich, aber auch trotzdem aufwendig. Ja? Also jemand, der so ins Publikum reinläuft, ist unter vielen Aspekten erstmal ein großer Aufwand, ja, tontechnisch, lichttechnisch, sicherheitstechnisch. Aber ich kann mich auch erinnern, früher, als es in München noch tatsächlich viele Clubs zum Spielen war, kam das schon gelegentlich vor, dass man mal ins Publikum gegangen sind. Mhm. Und Hiram Bullock. Ja, natürlich. Der ist ja dafür bekannt gewesen, dass er ja zack raus ist und auf den kleinen Cocktailtisch im Bayerischen Hof gesprungen ist mit, ja, also der Kellner unten den festgehalten. Legendär, oder? Wahnsinn. Legendär. Ja, ich kann mich auch erinnern, ich habe als Student vor vielen, vielen Jahren habe ich mal Luther Allison gesehen, das ist ein Blues-Gitarrist. Und der ging auch während einem Solo einmal komplett durch die Halle. Also es war eine Turnhalle, das war jetzt nicht mega groß, da waren vielleicht 300 bis 500 Leute. Und ich dachte mir auch, oh, das ist, also der traut sich was, ja, in die Menge da reinzugehen. Aber das ist der Moment, an den ich mich noch erinnere. Ja, der ist da durchgegangen und der stand vor dir. Das ist es ja, du willst ja auch eine Erinnerung schaffen. Du willst ja, dass die Leute in ein paar Jahren vielleicht noch sagen, ey, ich war da beim Konzert von so und so. Ja. Super. Ja. Und daran, du schaffst einen Moment und darum geht's doch, oder? Es geht doch darum, dass wir als Künstler auf der Bühne einen Moment schaffen, an den die Menschen sich erinnern können, weil sie einfach mal aus ihrem Alltag komplett rauskommen. Das ist unser Job. Ich glaube, da sind auch die alten Stars der 50er, 60er, 70er, die Bluesgitarristen, die wussten, wie man das macht. Ja. Ja. Die haben jeden Abend gespielt und haben wirklich so viel Erfahrung gesammelt, mit den Leuten umzugehen. Das ist natürlich die Sache, die man nur schwer lernen kann. Ja, man kann natürlich ein paar Stichpunkte sich überlegen, okay, was haben die gemacht, aber diese Erfahrung, die die natürlich mitbringen, ja, und diese Show-Elemente, die dann sich über Jahrzehnte erkämpft haben, so ungefähr. Ja. Das ist tierisch. Mir fällt noch ein Künstler ein, Markus Miller. Ja. Mit seiner Bassklarinette ist er dann losgezogen und ist praktisch durch den Club, ganzen Club gelaufen. Super.
Ja. Ich habe auch mal Kenny Garrett erlebt, ja? Der hat auch ein Saxophon-Solo durch den Nightclub. Das ist natürlich dafür prädestiniert. Ja. Ne? Also wenn du Saxophon spielst, bei der Gitarre, gut, mit dem Sender geht es dann auch noch, wenn du dich am Kabel hängst. Beim Sänger funktioniert es natürlich auch. Ja? Mhm. Aber man muss das dann auch wollen. Also das ist etwas, das muss in dir drin sein oder nicht. Es gibt ja auch Künstler, die sagen, nee, ich mag die Distanz auf der Bühne behalten. Ich will auch diese exponierte Stellung, weil auf der Bühne bist du ja eigentlich für dich geschützt. Das wissen ja die wenigsten, dass das ja eigentlich ein geschützter Bereich ist. Ne? Und das ist eine klare Entscheidung, die man treffen muss, ob man diese Wand durchbrechen will oder nicht. Ich glaube allerdings, dass das Publikum, wenn das gut gemacht ist, sich daran erinnert. Weil es geht um Kontakt. Es geht darum, dass wir Kontakt aufnehmen für die anderen. Ihr wollt ja nicht für die anderen spielen, ihr wollt ja für und mit den anderen spielen. Es geht ja darum, dass man in einen Rhythmus kommt, dass das einfach entsteht, dieser Moment. Ja. Neben all der Virtuosität, die wir natürlich auch darstellen wollen, klar. Ja, vielleicht können wir, du hast am Anfang gesagt, okay, es ist wichtig, mit welcher inneren Einstellung ich eigentlich rausgehe und vielleicht, dass ich nicht so viel darüber nachdenke, was ich jetzt wirklich im Einzelnen mache. Ja. Aber vielleicht können wir als Abschluss nochmal kurz vielleicht ein paar Tipps bekommen. Gibt es vielleicht tatsächlich noch Tipps, wo du sagst, okay, wenn ich rausgehe, was ist dann eher was du sagst, okay, das würde ich auf jeden Fall machen? Oder gibt es auch No-Gos, die man nicht machen sollte, so im ersten Kontakt? Ja. Bestimmt, aber was würdest du empfehlen? Also das Wichtigste ist, all die Gedanken, die wir uns da machen, wie gehe ich raus und wie gehe ich und wie will ich wirken, die können wir uns vorher machen, aber nicht mehr währenddessen. Mhm. Also überlegt euch vorher, was ist die Stimmung, die ich transportieren will? Und auch, du hast gesagt, du warst noch technisch teilweise beschäftigt mit den Stücken. Ne? Du wusstest vielleicht dann gewisse Abläufe, wo du sagst, da hat es bei mir immer so ein bisschen gehakt oder darauf freue ich mich vielleicht auch schon ganz besonders. Das ist ja vollkommen normal, das können wir auch nicht abstellen. Also wenn diese Gedanken kommen, dann nimm die einfach an, aber mach dir die alle vorher. Also ich bin ein ganz großer Fan von Ritualen. Bei mir, bei meinen Abendprogrammen ist es so, dass es läuft wie ein Uhrwerk, da läuft dann irgendwann auch ein Film vorher bei mir im Programm. Das heißt, die Leute sitzen im Theater und da läuft ein Film, wo schon die erste Aufgabe gestellt wird. Und ich weiß, wenn der Film läuft, dann habe ich noch exakt so und so viele Minuten Zeit. Das läuft dann wie ein Uhrwerk. Da gibt's auch, damit geht die Show los, da gibt's kein Zurück. Das kannst du nicht mehr stoppen. Und da weiß ich für mich, aha, jetzt geht's los. Dann mache ich mir all meine guten Gedanken. Ich stelle mir auch den Abend schon mal vor, wie ich rausgehe. Das heißt, wenn ich das erste Mal rausgehe, dann gehe ich gar nicht das erste Mal raus, sondern in Gedanken war ich da schon. Ich habe mir genau vorgestellt, wie ich die begrüße. Ich habe auch schon hinter der Kulisse geguckt, wer sitzt denn da? Wie sehen die so aus? Und dann visualisiere ich das wirklich und mache mir all diese anderen Gedanken viel, viel früher. Also wie ist der Ablauf? Ist alles am richtigen Platz? Und so weiter und so fort. Die habe ich mir auch alle gemacht, aber die habe ich dann abgehakt. Und es gibt einen Dreisatz, den ich sehr gerne mag. Und der ist, such dir irgendwas Schönes. Also such dir einen schönen Gedanken. Weil du hast wahrscheinlich Lampenfieber, bevor du rausgehst. Auch wenn du noch so gut spielen kannst. Ja. Ist ja auch gut. Lampenfieber ist ja Kraft drin. Das ist ja eine Energie, die du dann nach außen transportieren kannst auch. Wenn es zu viel wird, dann such dir irgendwas Schönes. Schau dir ein Foto an von einem Menschen, den du gerne hast. Lies eine Nachricht, die du bekommen hast, über die du dich gefreut hast. Such dir irgendetwas, was dir Freude macht. Ja? Kann auch ein Lied sein, das du hörst vorher. Das heißt, du kommst aber nochmal zu dir zurück. Also such dir irgendwas Schönes. Das zweite ist, vertrau mal darauf, dass das, was du jetzt gleich machst, dass das gut wird, dass du das kannst, dass du das geübt hast. Sag dir, ich habe das jetzt monatelang geübt. Das hat immer wunderbar geklappt. Wir haben gut miteinander geprobt. Das wird schon gut laufen, weil du musst ja eh raus. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Das heißt, wenn du schon raus musst, dann kannst du auch gut gelaunt rausgehen und sagen, das wird schon klappen. Und nicht, was, wenn das nicht klappt. Wenn der Gedanke kommt, sagst du, ja, glaube ich aber gar nicht. Ich glaube, das wird gut. Ich vertraue mal darauf, dass ich echt viel geübt habe, dass das gut wird. Und das Dritte ist, also vertraue auf dich selbst war das, ne? Und das Dritte ist, erwarte einfach mal, dass es ein schöner Abend wird. Und dass uns das Publikum Fehler auch verzeiht. Also selbst wenn du mal irgendwo dich verspielen solltest und je mehr du geübt hast, desto unwahrscheinlicher wird das ja, wenn das nicht der allererste Ton ist und der allerletzte, und da sind wir wieder dabei, werden wahrscheinlich 3/4 der Leute es nicht gar so wahrnehmen. Also auf keinen Fall auch das Gesicht verziehen oder so, wenn du dich verspielt hast, sondern einfach weiterspielen und mach einfach weiter. Und geh mal davon aus, dass viele Leute es vielleicht gar nicht merken und die anderen, die es gemerkt haben, die wissen, ja, das ist halt ein Mensch, das ist so. Es sind ganz interessante
Ansätze und weil wir sind ja Musiker und Zuhörer zugleich. Wenn wir auf der Bühne sind, sind wir Musiker. Da haben wir eine ganz besondere Erwartung, die wir an uns selber stellen, nämlich fehlerfrei zu spielen. Und das, ja, das erzeugt vielleicht auch so ein bisschen ja, Konzentration und Verbissenheit vielleicht manchmal so und Ärger, wenn wir uns verspielt haben. Als Zuschauer, wenn ich auf ein Konzert bin, und es verspielt sich jemand, da denke ich mir, ja, ist auch nur Mensch, geil. Also das gehört irgendwie dazu, ja. Das war ein geiler Abend, das macht gar im Gegenteil. Auf einmal ist er total nahbar, ja. Ist jemand, der, guck mal an. Ja? Und ich denke nicht an den Fehler, sondern ich denke daran, dass es ein schöner Abend war und dass es ein Mensch war und das, also ich nehme das nicht als Fehler wahr. Nein. Aber als interessanterweise als Musiker, wenn man auf der Bühne steht, denkt man auf, ich habe einen Fehler gespielt. Es gibt einen Grundsatz, den einen haben wir ja schon, es gibt viele Grundsätze, einen haben wir gehabt schon, die innere Haltung ist die äußere Handlung. Also überleg dir vorher, wie willst du wirken mit dem, was du machst. Und das zweite ist, Perfektion schafft Aggression. Vielleicht warst ja sogar schon mal einer der Zuschauer oder vielleicht auch ihr schon mal auf einem Konzert und da hat einer gespielt und das war perfekt. Und trotzdem dachtet ihr, nee, irgendwie hat mich das nicht erreicht. Vielleicht denken wir sogar, so ein Arsch, wie kann der sowas spielen? Ja? Das nennen wir natürlich nicht ernst. Aber dieses perfekt sein müssen, das mag in einigen Kategorien mag das wichtig sein. Also ich kann mir vorstellen, dass das in der klassischen Musik vielleicht sehr wichtig ist. Da kenne ich mich nicht so aus, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ein Gefühl die Technik immer in den Schatten stellen wird. Also wenn du einfach mit dem richtigen Feeling rausgehst und den richtigen Rhythmus findest, und es geht immer darum, den richtigen Rhythmus zu finden, mit dem Publikum in denselben Rhythmus zu kommen. Deshalb ist Musik ja so stark, weil genau das schaffst du ja. Die schwingen ja alle im selben Rhythmus, wenn du die erreichst. Dann ist das Fehlerfreie nicht das Wichtigste. Du warst gerade skeptisch? Nein, im Gegenteil. Ich stimme dir voll zu, dass man sich mal auf der Bühne mal verspielt. Das ist nicht der Grund, warum man dann irgendwie auseinandergeht oder so. Ja, das nicht. Das muss man vielleicht aber auch dazu sagen, das ist natürlich auch kein Freibrief, sich ständig zu verspielen. Davon reden wir auch nicht. Wir reden davon, dass wir etwas, das wir einstudiert haben, einfach unter dem Druck nicht genauso abliefern können, wie wenn wir es zu Hause spielen würden. Und auch das muss man sich immer wieder klar machen. Live kannst du eigentlich 10%, 15%, 20% von dem abziehen, was du zu Hause leisten kannst. Ich würde sogar noch höher gehen. Ja, viel mehr. Also, ja, also bei mir zumindest, ja. Ich würd höher gehen tatsächlich. Ja. Also das kommt, ist ein bisschen. 40% ist schon, glaube ich, eine realistische Geschichte. Ja, aber, also der, ich sag mal, der Profimusiker, der versucht, diesen Prozentsatz möglichst gering zu halten. Es können ja auch andere Faktoren sein als jetzt die Aufregung. Es können auch die Umstände, Technik ist irgendwas, was nicht ideal funktioniert. Und wenn man da es nicht schafft, sich schnell genug irgendwie darauf einzustellen, dann kann es passieren, dass man vielleicht irgendwie gar einen Einsatz verpasst, weil man den Bass nicht richtig gehört hat oder das Schlagzeug. Also das. Es gibt aber auch die Momente, wo man drüber geht. Ich habe das Gefühl, es gibt ein paar außergewöhnliche Konzerte, wo ich 110 oder 120 abrufen kann, wo es einfach läuft, ja, wo es irgendwie, wo ich denke, wow, ist irgendwie das so, zumindest das Gefühl ist so, ob es dann auf der Aufnahme wirklich haltbar ist, aber es das Gefühl war so. Ja, ja. Na, das kann tatsächlich passieren. Meine Erfahrung ist, dass Abende, wo ich von der Bühne gekommen bin und gesagt habe, boah, heute Abend, das war besser als sonst immer, da sagt mein Tourbegleiter dann ganz oft, nee. Also wenn du dir das Video anschaust, wirst du merken, heute Abend war ich gar nicht so. Und es gibt Abende, wo ich von der Bühne komme und sage, was war denn heute Abend los? Das gibt's ja gar nicht. Und dann sagt er, nee, das war offen gestanden, das war tatsächlich sehr, sehr gut. Das heißt, wir müssen auch aufpassen, unsere Selbsteinschätzung liegt mit dem, wie das Publikum denkt oder wie wir dann auch in dem Moment rüberkommen. Manchmal überhaupt nicht stimmt das überein. Ja, das stimmt. Aber du hast natürlich recht, es gibt Momente, wo wir das ist so, als wenn etwas durch uns durchspielen würde. Wir denken auch an gar nichts mehr. Wir sind voll im Flow. Und das ist dann natürlich, dann kommt diese Höchstleistung. Die gibt's ja. Super spannend. Nee, wir könnten noch ewig weiterreden, ja, glaube ich. Absolut. Du musst noch mal kommen, glaube ich. Ja, das mache ich gerne. Das ist so eine spannende Sache, ja, oder? Ja. Also, wir würden auch gerne wissen, wie zum Beispiel, weil wir vom Verhalten sprechen und wie wir rüberkommen, wie wir so bandintern
bandintern, was man da so macht. Ja, kann. Kommunikation auf der Kommunikation Bühne. Innerhalb der Band ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, was unsere Zuschauer auch ganz besonders interessieren wird. Denn den Fall hatten wir doch bestimmt alle schon mal, dass man vielleicht mit dem einen oder anderen nicht so gut klargekommen ist oder vielleicht auch nicht so richtig ausdrücken konnte, wenn es wenn wir etwas nicht, ich sag mal nicht kritisieren, aber etwas anders vielleicht haben wollte, wie kommuniziert man das so, dass man jetzt niemanden persönlich angreift? Ja. Das wäre ein Thema. Ja, vielleicht nonverbal, nicht unbedingt nur sagen, sondern wie. Super spannend, Mensch. Ja. Ja. So toll, dass du da warst. Danke für die Einladung. Vielen also, Dank, ich kann nur euch ans Herz legen, schaut euch die Show an. Ich war zweimal, ich war total geplättet, echt. Ich war so begeistert, wirklich. Ja. Also, auf deine Website, oder? Thorsten-Havener.com. Die aktuelle Show heißt Gedankenleser und das ist tatsächlich ein sehr schöner Abend mit dem Publikum, für das Publikum und vor allen Dingen aber auch, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das heißt, das Publikum bestimmt, wie dieser Abend sich entwickelt. Wow. Schaut rein, aber spätestens nächsten Freitag wieder bei SuperGenTV. Genau. Bis dann. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao.